Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus dem Wald und möchte euch heute etwas erzählen über die Energie von Walpurgis oder auch Beltane. Beltane, der Name ist vom alten keltischen Jahreskreisfest abgeleitet, beziehungsweise steht für das alte keltische Jahreskreisfest. Du kennst es vielleicht unter Walpurgis. Es ist die gleiche Energie der Zeit, es ist die Energie der aufstrebenden Natur, der aufblühenden Frühlingsblüten und der Säfte, die aufsteigen in den Pflanzen, in den Bäumen, in Mutter Natur und natürlich auch in Mensch und Tier. Und so nehme ich dich heute gerne mit. Wir machen einen kleinen Ausflug in diese Energie, in die Energie der puren Lust, der Lebensfreude von Gesang und Tanz und ja, vielleicht hast du auch Bilder zumindest zu Walpurgis, Bilder von Hexen, die auf dem Brocken, hoch in den Lüften auf dem Besen reiten. Es ist einfach die Energie der Ausgelassenheit, die Energie der Freude, die Energie dessen, etwas zu tun, was nicht, was all die Zeit über die Winterzeit, die dunkle Jahreszeit, die kalte Jahreszeit nicht möglich war. Und diese Schwingungen, die Schwingungen der puren Lebensfreude und auch gerade der weiblichen Lebenslust, Ausgelassensein im Herzen, das Lachen, das Albernsein, das Kichern und natürlich auch diese Lust im Schoßraum, diese Schoßraumkraft, die ja auch durch freudvolles sich bewegen, durch freudvolles Tanzen, durch Singen, durch Lieder zum Leben erweckt wird, wieder neu, jedes Jahr aufs Neue, besonders zu dieser Jahreszeit jetzt, um den 30. April herum. Diese Energie möchte ich dich einladen, in dir zu spüren und auch auszuleben, zu kultivieren. Sei es, dass du dich mit Freundinnen triffst oder mit Freunden, mit deiner Familie ein Gartenfest feierst, oder einfach in den Wald gehst wie ich und singst. Ich habe uns auch ein Lied mitgebracht von Freya. Freya ist die Göttin der unbändigen Lebensfreude, die sich von niemandem und von nichts bändigen lässt, die einfach nur das macht, wonach ihr ist. Freya ist die freie Frau, die sich auch keinem Mann unterjochen will und die sich im Gegenteil ihre Männer oder die Lieben, die sie gerne mit beglücken möchte, mit ihrer körperlichen Lust, mit ihrem Charme, mit ihrer Lebensfreude, die sucht sie sich selber aus. Ja? Also das finde ich auch eine ganz besondere Eigenschaft an Freya. Und das passt natürlich sehr gut jetzt auch in die Zeit, in der die Magie der Weiblichkeit mehr und mehr wirken darf, dass wir uns wirklich immer fragen, mit wem möchte ich meine Energie, vor allem auch meine Körperlichkeit verbinden. Ja, mit wem möchte ich mich verbinden in der Ekstase, in der Lust. Und so lade ich dich auch dazu ein, zu schauen, wenn du in einer Beziehung bist, wie kannst du diese Beziehung wirklich für dich so gestalten, dass du auch auf deine Kosten kommst, dass du auch wirklich dich absolut wohlfühlst, mit der Sexualität auch, weil früher war das kein Tabuthema. Zu Zeiten, wo, ich weiß nicht, ob du gelesen hast vielleicht oder kennst das Buch Die Nebel von Avalon, es gibt da glaube ich auch einen Film zu, den hast du vielleicht gesehen, sonst schau einfach mal. Eine wundervolle Geschichte von König Arthur, geschrieben von Morgaine Le Fay, beziehungsweise erzählt von Morgaine Le Fay aus Avalon. Und sie beschreibt dort auch sehr, sehr schön die Jahreskreisfeste, vor allem auch Beltane oder Beltane, kann sie so oder so aussprechen. Und das ist eine Zeit, da beschreibt sie auch genau, wie überall die Beltane-Feuer entzündet werden, wie es ein großes, großes Feiern gibt, ein großes Fest gibt. Es ist die Verbindung von männlicher und weiblicher Energie, in welcher Form es auch immer geschieht. Und des Nachts, wenn dann die Feuer alle an sind, wenn gefeiert wird, dann ziehen sich die Liebenden zurück und zeugen die Beltane-Kinder, beziehungsweise empfangen die Beltane-Kinder, was dann später laut dieser Sage dann die neuen Priesterinnen werden. Aber was auch immer daran ist und wo auch immer du dran glaubst, es ist ja sowieso zu spüren, dass überall
diese Energie der weiblichen Kraft zu fühlen ist. Es ist zu fühlen, die Lebensfreude, die Lebenslust. Und du kannst sie ausleben, auf welche Art auch immer. Freya ist ja die rote Göttin. Ich habe mich heute extra ein bisschen rot angezogen, aber ich habe auch ein weißes Tuch um, weil ich darauf dich aufmerksam machen möchte, wenn du mit dem Jahresrad gehst, dann wird dir aufgefallen sein, dass die Göttinnen jeweils ein anderes Gewand haben. Am Anfang sind sie weiß, das sind die jungfräulichen Göttinnen. Brigitte zum Beispiel ist ist das erste Mondfest im Kalenderjahr, nicht das erste Fest überhaupt im keltischen Jahreskreis, denn das ist Samhain. Samhain ist das Fest der Ahnen, das Fest, in dem der Toten geehrt, der Toten gedacht wird. Und das ist genau gegenüberliegend im Jahreskreis, ist nämlich auch ein Mondfest, liegt genau gegenüber dem Beltane-Fest. Ja? Also es ist ein Mondfest, Beltane ist auch ein Mondfest, Walpurgis. Und dann gibt es noch andere Mondfeste und die Sonnenfeste natürlich. Das andere Mondfest, von dem ich gerade gesprochen habe, ist Lichtmess oder auch Brigitte. Und da ist die weiße Göttin, die Göttin im weißen Gewand, die Birkengöttin kommt daher und ist so verheißungsvoll. Und wir können unsere Herzenswünsche als Samen in den Boden legen oder haben ihn schon gelegt und warten darauf, dass die Visionen erwachen. Dann geht es ja weiter im Jahreskreis mit dem Sonnenfest. Ich sagte zuerst, der eigentliche Beginn des keltischen Jahreskreises ist Samhain. In der Tat, es wird auch Hexenneujahr genannt, Halloween kennst du vielleicht, weil der Zyklus für unsere keltischen Vorfahren und die nordischen Vorfahren begann wirklich im November mit Samhain, wenn erstmal der Toten geehrt wurde, wenn losgelassen wurde, ja, wenn wir richtig runtergetaucht sind in die Dunkelheiten. Das ist ja der Beginn oder es ist ja mitten in der dunklen Jahreszeit. Wir gingen dann noch tiefer hinab natürlich mit dem nächsten Sonnenfest, mit der Wintersonnenwende richtig hinein in den Schoß von Mutter Erden. Ich mache jetzt einen Schnelldurchlauf für dich. Wenn du mehr wissen willst, kannst du dich gerne da auch weiter informieren drüber. Ich biete übrigens auch einen kompletten Zyklus mit 8 Jahreskreisfesten an. Ich verlinke dir das unten drunter. Da kannst du immer mitgehen für dich selber mit Aufzeichnungen, die ich gemacht habe. Es kommen auch immer die neuesten Aufzeichnungen mit rein von dem neuesten Fest, sodass du im Prinzip immer wieder auch neue Impulse bekommen kannst zu den jeweiligen Jahreskreisfesten. Also die Sonnen- und Mondfeste, dann kommt im Brigitte, habe ich schon gesagt, dann kommt ein Sonnenfest. Brigitte war das Mondfest. Im Februar, Lichtmess, dann kommt das Sonnenfest, nämlich die Frühjahrstag- und Nachtgleiche, wo Tag und Nacht im Gleichgewicht sind. Ja, Ostara, ne? Wo später dann Ostern von entstanden ist, beziehungsweise durch die Christianisierung auch da übernommen wurden, die uralten Traditionen. Und jetzt sind wir im nächsten, wieder 6 Wochen später, der nächsten Station des Jahreskreises angekommen, bei Beltane oder Beltane. Danach kommt dann die Sommersonnenwende. Das ist wieder ein Sonnenfest. Ne? Dann kommt Kräuterweih oder Schnitterinnenfest, wieder ein Mondfest im August. Dann die Herbsttag- und Nachtgleiche, ist klar, ist der Herbstanfang im September. Und dann hat sich das Jahr vollendet, nämlich mit dem wieder neu beginnenden Hexenneujahr zu Samhain. Gut, aber weshalb ich auch ein weißes Tuch umhabe, ist eben, das ist der Wandel. Wir sind jetzt in dieser Wandelenergie von der jungfräulichen, von der ganz zarten Frühlingsgöttin. Ostara war die letzte weiße Göttin. Jetzt kommen wir in die Phase der roten Göttin. Und die roten Göttinnen, die haben Feuer. Die sind sehr dynamisch. Ja? Die tanzen, die singen, wie ich schon gesagt habe, die praktizieren die Lebenslust auf allen Ebenen. Und das steigert sich nachher noch zur Sommersonnenwende. Und jetzt ist aber der Beginn, wo Freya, die rote Göttin, die wird sich jetzt vermählen mit dem Sonnengott Bel, darum heißt es auch Beltane, Beltane. Bel, auch Ableitung, vielleicht kennst du Bella oder Bello, das ist nicht ein Hundename in dem Sinne, sondern heißt der Schöne. Und Bel, ich nehme an, dass es einen Zusammenhang gibt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber daran kann man es sich zumindest merken. Es ist der wunderschöne Sonnengott, dem die Kelten gehuldigt haben, seit dem Moment, wo er geboren wurde. Und zwar in der Mutternacht, zur dunkelsten Nacht des Jahres, am 21.12. Ja, und nun ist er groß geworden, ist er ein starker Jüngling geworden.
steht am Himmel und schaut nach seiner Braut. Und ja, die beiden vermählen sich heute. Wenn du magst und wenn du es rechtzeitig siehst, dieses Video, kannst du live dabei sein. Morgen Abend am 30.04. werde ich ein Live-Ritual geben. Du kannst dich anmelden. Ich verlinke dir das auch unten. Ansonsten, wie gesagt, kannst du dir auch die Aufzeichnungen sichern. Ja, es ist eine sehr schöne Zeit und ich habe auch die Gitarre mitgebracht, wie du siehst. Weil ich habe ein Lied gefunden für Freya und das möchte ich gerne mit dir singen. Freya. Wuhu. Freya, gib uns deine Hand, Glück und Segen für das Land. Freya, gib uns deine Hand, Glück und Segen für das Land. Freya. Ich wünsche euch ganz viel Lebenslust, ganz viel Lebensfreude. Singt, tanzt, macht es euch schön, auch wenn ihr eine ganz, ganz miese Laune morgens habt. Ich sag euch, es hilft, wenn ihr euch schöne Musik anmacht oder wenn ihr einfach überlegt, welche Lieder kennt ihr und einfach fröhlich drauf losschmettert. Unter der Dusche ist immer eine gute Akustik. Kleiner Tipp von mir, im Auto hört es keiner. Da könnt ihr auch einfach drauf lossingen oder ihr geht wie ich in den Wald oder singt einfach mit Freundinnen und Freunden. Ja. Feiert diese Zeit, genießt die Lust, die in euch aufsteigt und ja, denkt immer dran, im Schoßraum ist im Schoßraum ist die Schöpferkraft und wir alle sind Schöpferinnen und Schöpfer unseres Lebens. Alles, alles Liebe in diesem Sinne und liebe Grüße aus dem Wald. Deine Susanne.